Ja, meine Lieben, willkommen bei den Airport Firefighters. Da sind wir wieder und hier ist immer noch unser Kollege, den wir mal hier rüber geschmissen haben. Seine Kopfbedeckung, ist das Haare? Okay. Jetzt wollen wir mal hier einmal durchwandern. So, mittlere Maustaste, weil wir nehmen natürlich erstmal direkt wieder nicht wegpacken. Unseren Feuerlöscher in der Hand. Macht ja Sinn. Und versuch mal, kriegen wir nicht hin. Da hinten war ein Türchen. Ja, das habe ich wohl verpasst. Das Türchen. Okay, schwierig. Kabinenbrand. War ich da jetzt eben schon? Weiß ich gar nicht. War ich da schon? Ist der Tank schon voll? Nein, ein paar Liter fehlen noch. Ich hau mich auf der Wache gleich erstmal eine Runde aufs Ohr. Das ist eine gute Idee. Ich leg mich dann auch etwas hin. Wollen wir mal hoffen, dass der Rest der Schicht auch so ruhig bleibt. Warten wir es ab. So, der Tank ist wieder voll. Nein, dann ich habe... Dann aufsitzen und ab zurück. Ich habe festgestellt, wenn man sich die ganze Zeit so ein bisschen aufs Ohr haut, kriegt man Kopfschmerzen. Ich lasse das lieber. Tank ist voll. Kollege ist weg. Auto. Auto, gut. Okay. Dann, wo muss man hin? Links, rechts? Achtung! Einsatz für den gesamten Löschzug. Ach so, da glaube ich. Es rücken alle Fahrzeuge aus zu einem Kabinenbrand innerhalb einer Passagiermaschine am Passagierterminal. Menschen leben in Gefahr. Das war's dann wohl mit der Stelle. Ja, das sind auch wichtig. HLF 4 an Einsatzleitung. Wir haben verstanden und sind unterwegs. Dann gib Gas. Ich weiß immer noch nicht, wo Martinshorn. Warte, wir können mal einmal ganz kurz schnell gucken. Martinshorn. Blaulicht. Und Martinshorn. Also V und B. VB. So, Martinshorn geht nicht. Blaulicht geht. HD. Ja, dann wollen wir jetzt mal an den Kabinenrand. Das ist übrigens jetzt interessant. Ich bin jetzt ziemlich schnell durchgehuscht, da war ich eben ein bisschen was langsamer. Und achso, wir müssen hier hinfahren. Wir lassen einfach mal die gelben Pfeile gelbe Pfeile sein, weil wir kommen ja so viel schneller voran. Und da ist auch schon das Flugzeug in den Kabinenrand. Das heißt, wenn wir... Wo? Okay. Da, das ist... Ich darf also nicht zu weit von den Pfeilen weg. So wirklich abkürzen will er uns dann doch nicht lassen. Die Einsatzkräfte von TLF 3 und HLF 4 melden sich umgehend bei mir am ELB 1 zur Einsatzbesprechung. Alles klar, Mike. Wir sind auf dem Weg zu dir. Ja, ELW, Einsatzleitwagen. So viel wissen wir mittlerweile. Und, ich glaube auch mal, dann bin ich schneller da. John, du gehst mit Alex und Chris als erster Trupp rein. Einer der Stewardessen und der Co-Pilot sind noch in der Maschine. Alle Passagiere konnten zum Glück bereits evakuiert werden. Dann lasst uns hier nicht lange rumstehen. Alles klar, Mike. Gerätschaften aufnehmen und los geht's. Seid bloß vorsichtig da drin. Ja, und wie heißt es so schön, der Captain geht als letztes von Bord. Wo ist der denn, wenn sein Co-Pilot an Bord ist und seine Stewardess? Wo ist denn der Captain? Wo ist der Pilot? So, wir nehmen wieder eine ganze Menge Krams mit. Und den Krams auch noch. Und da haben wir nichts. Dann gehen wir dort wieder hin und schließen den Krams. Was ist los, John? Wir warten auf dich. Schon mal wieder an. Und nehmen hier auch noch ein bisschen Krams mit. Weil da kann man ja alles brauchen. Gib mir mal jetzt Licht. Jetzt schnapp dir deine Ausrüstung und los. Hey, ich bin dabei, dann Kollege. Auf geht's. Wo bist du denn da? Ich bin doch schon längst auf dem Weg. Natürlich muss ich vorgehen. Und drin geht's. Ja, Kabine. Muss ich ganz ehrlich sagen, beim Flugzeug und Kabinenbrand, da war ich ein bisschen überrascht gewesen. Aber klar, Cockpit wahrscheinlich eine Kabine, erste Klasse eine Kabine, zweite, dritte okay, Klasse. Okay, sehen eine wir Kabine. Zu, dass wir das Feuer in den Griff kriegen, sonst kommen wir hier nicht weiter nach vorne also, durch. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Dann mal los. Man lernt also tatsächlich immer noch dazu. Finde ich gut. Okay, Feuer löschen. Machen wir einfach mal. Unser Schlauch ist ja lang genug. Können wir die ganzen Sitze, schwierig bis gar nicht löschen. Doch, geht. Da hinten können wir auch noch ein bisschen Wasser hinschmeißen. Mach weg, los. Ach, ihr macht das schon. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Fang hier schon mal an. Oh, Entschuldigung, jetzt bist du nass.
Ja, der Schlauch, der hat offensichtlich nicht ganz so viel Druck. Ist mal ganz gut für die Leute da hinten, sonst böse. Tipp. Krieg euch. Das sah jetzt ein wenig schwierig aus, wie das Feuer so aufgeploppt ist. Wobei aufgeploppt gar nicht so richtig. Das haben wir jetzt schon gut hingekriegt, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig an dem Spiel. Ich weiß nicht warum. Ja, an dem Spiel habe ich richtig Spaß, obwohl ich eigentlich so lineare Spiele gar nicht so gerne mag. Okay, bin gleich wieder bei euch. Aber ich habe echt Spaß dran. So, komm, hier löschen wir auch noch, weil besser. So, da ist auch noch ein bisschen Feuer. Würdet ihr einfach mal auch mit löschen? Jung. Ja, schön das Feuer gelöscht, keine Schwierigkeiten, Kabine sehen auch gut aus. Ihr könnt wieder fliegen. Wo muss ich denn hin? Also dort nicht. Muss ich dort durch? Auch nicht. Was muss ich tun? Die Stewardess soll ich schnellstmöglich aus der Maschine bringen. Wo ist die Gute? Stewardess? Hallöle? Verstehst du meine Sprache? Hallo? Also ihr merkt schon, hier war ich eben noch nicht. Steward? Ah, da ist der Stewardess. Mike, Entschuldigung. Hier ist Alex. Kannst du mich hören? Ja, ich höre dich, Alex. Wie ist die Lage? Schick die Rettungskräfte hoch zur Maschine. John bringt die Stewardess nach draußen. Verstanden. Die Rettungskräfte sind schon unterwegs. Ja, ich bin mal so frei. Geh mal an die Seite, du Rettungskraft. Okay, ab hier übernehmen wir. Danke, dann gehe ich sofort wieder rein. Wieso konnte die eigentlich nicht selber laufen bis hierhin? Die steht doch ganz gut. Okay, was genau löscht du da? Und jetzt muss ich den... Ihr habt hier nicht richtig gelöscht, das Feuer, das fängt doch wieder alles an zu fackeln hier. Kinders, das war eure Seite. Muss ich denn alles alleine machen? Na los, lösch dich. Ich gehe... Oh. Du stehst hier rum und tust mal gar nichts. Hallo. Okay. Mein Fehler, ich war zu weit draußen mit der Maus. So, jetzt ist aber gut hier. Welches Feuer soll ich denn hier wirklich... Achso, wenn, dann muss ich ja in diese Richtung. Und, John, die Tür ist verschlossen. Versuch sie mit der Axt zu öffnen. Chris und ich werden weiter die Flammen im hinteren Flugzeugteil bekämpfen und ihr den Rücken frei halten. Alles klar, bin schon dabei. Ich nehme jetzt also einfach mal den Generalschlüssel in die Hand. Und, ich hab's geschafft. Die Tür ist offen. Der Co-Pilot liegt hier auf dem Boden. Hallo, Co-Pilot. John, schnapp dir den Co-Piloten und bring ihn nach draußen. Chris und ich werden hier den Rest löschen. Definitiv auch sehr schön gemacht hier. Muss man so sagen. So, komm mal her, du Pilot. Dann bringe ich dich, sofern ich genug sehe, einfach mal irgendwie durch. Tut mir leid, wenn ich hier irgendwo ein bisschen anrucke. Hier, übernimm mal. Alex, warte, ich helfe dir. Mann, tut das weh. Du musst es von mir runterheben. Alles klar, Mann. Halte durch. Alles okay? Ich meine, der hat doch nichts gemacht. Wo ist er denn? Der ist es nicht. Der steht immer noch dumm rum. Kollege. Wo ist denn... Mal jung. Ah, ernsthaft? Okay. Achso, ich muss erstmal was aus der Hand legen und dann kann ich das so machen. Kannst du laufen? Nein, ich fürchte, mein Bein ist gebrochen. Keine Panik, ich bring dich hier raus. Nein, kümmere dich erst um das restliche Feuer. Angriffstrupp an Einsatzleitung. Welches Feuer? Mike, hörst du mich? Ja, John, da hinten brennt's ja schon wieder. Alex ist verletzt. Ich brauche hier dringend Unterstützung. Verstanden, ich kümmere mich darum. Danke, Mike. Kann ich wohl von... Ich sehe derweil nach, ob es in der Maschine noch irgendwo brennt. Ja, da hinten, weil Kollege faul. Geh weg. Ich muss Feuer löschen. Kollege will mich gar nicht vorbeilassen. Entschuldigung. Ich laufe mal schnell durch.
Und jetzt war hier doch eben alles schon wieder gelöscht. Mein Kollege ist echt mal, der hat doch hier hinten John, gestanden. Wie sieht's aus bei euch? Leer. Das Feuer haben wir in den Griff bekommen. Aber Alex scheint sich das Bein gebrochen zu haben. Geh weg. Wir müssen ihn vorsichtig nach draußen bringen. Okay, ich komme zu euch und helfe dir. Ich bin doch hier Jungs. So ein dünner Mensch und ich komme hier nicht dazwischen durch. Verlassen. Na ja. Kommt, dann wollen wir mal zusehen, dass wir hier rauskommen. Genau. Wollen wir mal gucken. Ja, das war jetzt auch schon wieder neu für mich. Nicht? Und wundert mich, dass ich das jetzt in der kurzen Zeit... Aber klar, wenn man es denn weiß. Ne? Wobei ich mich auch eben echt wieder mit der Bedienung so ein bisschen... so ein bisschen durcheinander gekommen bin. Aber das ist ja nochmal so mein eigenes Problem. Okay, da habe ich dann schon mal ein Feuer. Okay. Es geht ein wenig nach unten. Ich bin also jetzt wieder... Ups. Aufpassen muss ich hier. So. Jetzt ist dann also mal wieder... Ich krieg das aber nicht gelöscht, Kollege. Muss ich also nicht in diese Richtung. Muss ich in diese Richtung. Aber da bin ich ja nicht hergekommen. Da komme ich auch gar nicht durch. So. Nee. Muss also doch in diese Richtung. Schwierig. Weil, Hallo? Feuer? Geh aus? Ah. Man muss einfach nur mal ein bisschen durchhalten. Ein bisschen aggressiver gegen vorgehen. Sollte ich vielleicht mal machen. Oh oh. Ah, okay. Ups. Oh. Entschuldige. Das tut mir leid. Deine Beinmuskulatur ist ein wenig schwach. Möchte ich mal so sagen. Drücke eine beliebige Taste. Ich drücke mal. Und dann bin ich mal gespannt. Na nü. Bin ich mal gespannt, wie lange ich brauche, um denn darüber zu kommen. Wann habe ich dann den Punkt wohl gefunden? So, erstmal löschen. Und noch mehr löschen. Dann dies auch löschen. Und jetzt aber mit Kracho. Nach aus. So. Mit Anlaufen. Shift-Taste. Und... Ja, das tut aua. Muss ich also andersrum machen. Ich bin diesmal zu weit gesprungen. Also, der kann sich nicht entscheiden. Versuchen wir es nochmal. Zum dritten. Kennen wir ja schon. Alle guten Dinge sind drei. Mach mal einen hier auf Terminator 2. Dann könntest du einfach durchgehen. Gib mich. Danke. Und gelöscht. Gelöscht. Gehst du aus? Dankeschön. Ich sag ja aggressiver. Einfach mal, man soll ja mit Pflanzen reden. Und das Feuer muss man dann mal anschreien. So. Krieg ich den wohl von hier aus gelöscht? Dass ich da nicht wieder so reinlaufe. Naja, so ein bisschen zumindest. Glaube ich. Okay. Das heißt, ja. Diesmal haben wir es gesagt. Ich sage, alle guten Dinge sind drei. Na gut, manchmal sind... Bleibst du. Geh weg. Okay. Wieder springen. Ach du Heilige, ich kann das doch gar nicht. Haben wir doch eben schon gesehen. Anlaufen und rüber. So, und okay, da ist ein bisschen eng. Also gehen wir hier durch. Warum nicht hat sich das immer in den Springen erledigt? Da habe ich jetzt mal Angst, dass ich wieder von vorne starten muss. Das ist ja auch doof. Sehe ich ja nicht. Ich liebe das, dass hier so viel Druck hinter ist. Das schießt nochmal eben die Dinger so richtig durch die Gegend. Das ist herrlich. Ich habe echt, ich weiß nicht warum, aber ich habe unheimlich Spaß bei dem Ding. So, was ist denn das? Da komme ich auch gar nicht durch. So, das heißt, ich muss hier irgendwo hin. Sehe ich das richtig? Ja, da ist eine Tür. Das ist schon mal gut.
für ein Market. Kann ich das löschen? Das heißt, ich kriege wieder heiße Finger. Und Rinder. So. Ich brauche eine Pause. Was haben wir denn? Komisch. Gib mir was. Geht nicht. Okay. Noch eine Tür. Mike, hörst du mich? Ich habe den Aufgang erreicht. Alles klar, John. Jetzt noch da hoch und du bist bereits auf der oberen Ebene, wo Chris und Alex dir entgegenkommen. Machst du Witze? Das sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als würde ich es hier nach oben schaffen. Das Treppenhaus ist völlig zerstört. Gibt es keinen anderen Weg? Oh Mann! Kann hier nicht irgendwas einfach mal funktionieren? Nein. Sieht leider nicht so aus. Okay, hör zu. Ich versuche eine Alternative zu finden. Warte kurz. Als hätte ich eine Wahl. Ich würde mir aber trotzdem einmal ganz gerne hier angucken. John, hier sind wir wieder. Hörst du mich? Ja, ich bin noch hier, Mike. Auch wenn du das jetzt nicht gerne hören wirst, aber es gibt keinen anderen Weg. Du musst irgendwie durch das Treppenhaus nach oben gelangen. Wollt ihr? Wie soll ich das denn anstellen? Das Treppenhaus ist völlig zerstört. Ich weiß es leider auch nicht. Versuch einfach, dich vorsichtig nach oben vorzuarbeiten. Ich werde es versuchen. Aber hier geht's extrem tief nach unten. Mhm. Ich weiß, dass du das schaffst, John. Könnte. Na dann mal los. Ich konnte es noch nicht sehen, aber... Och nee, ich muss jetzt echt darüber springen. Irgendwie. Nee, da geht. Ich muss nicht springen, Gott sei Dank. Hoffe ich zumindest. Komm, der Feuerlöscher muss reichen. Mal weg. Okay, da... Das Feuer, das facht immer wieder an. Sollten wir mal kein Risiko eingehen. Das heißt, laufen, springen. Passt. Besser ist das. So. Und mir geht so langsam aber sicher mein Feuerlöscher aus, Kollege. Da unten habe ich keinen gesehen. Na. Na, bleibst du wohl aus. Wo ist fein? So. Er könnte ja... Na, wie nett. Nein, gar nicht nett. Ja, ich glaube, das könnte der bessere Weg sein. Das Problem ist nur, ich kann das nicht, ich krieg das nicht hin. Gleich ist mal Feuerlöscher alle und ich habe ein Problem. So. Wo versuche ich's? Hier oder hier? Ich würde sagen hier. Ja, ich hau einfach mal ab und Dankeschön. So, das kleine Feuerchen interessiert mich jetzt mal nicht. Jetzt muss ich auch noch rüberhüpfen. Macht ja auch keinen Spaß, so ins Feuer reinzuhüpfen, nicht wahr? Los, geh aus. Aber schön, dass mal wieder auf Kommando so ein Feuerlöscher da war. Das ist immer ganz praktisch. Da hat jemand mitgedacht. Wo denn die Feuerlöcher dann auch mal zu Ende sind. Das ist ganz gut so. So, jetzt muss ich wieder da hinten löschen. Das heißt, ich muss wieder zielen. Und das kann ich ja nicht. Zumindest nicht mit sowas. Wird sowieso recht schwierig, weil... Okay, da... Ja, nee, ist klar. Ist recht. Wie mache ich das denn? Also, komme ich hier so rauf? Komme ich. Und werde auch Kopfschmerzen kriegen. So viel ist schon mal sicher. So. Da holen wir uns doch. Komm, geh nach oben. Noch ein bisschen. Und wo gehen wir jetzt? Wo ist der kürzeste, sicherste? Ich würde sagen hier. Nicht angenehm, aber... ich muss mal. Also springen. War geschafft. Ah, da werde ich wohl auch mal besser springen. Nachdem ich da oben so ein bisschen gelöscht habe, damit ich nicht wieder ins Feuer springe. Macht ja mal besonders viel Spaß. Okay, das könnte hinhauen. Anlaufen, springen. Das war knapp.
Komm, mach weg. So ist fein. Wieso schmeißt ihr mir nicht einfach ein Seil runter, wenn ich nach oben laufen muss? Jetzt mal ganz ehrlich. Da hätte sich das ganze Thema in 2 Minuten erledigt. Oder einfach mal den Schlauch runterlassen. Kollege, wo bist du? Geht ja gar nicht. Ich muss mich hier abhüpfen. Und stelle auch gerade fest, ist mal wieder eine Folge rum. Das heißt, wir stören uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, teilt es auf euren Social Media, wenn ihr möchtet, dass das noch andere sehen. Also, bis dahin. Bye-bye.